Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subsistence. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mittlerweile bin ich im April an Tag. Und ich habe mal wieder 3 Tage offline gemacht. Am ersten Tag sind mir wieder einige Banditen über den Weg gelaufen. Am darauf folgenden Tag habe ich dann hier drüben bei den Nachbarn in der Base vorbeigeschaut. Und gestern habe ich mir dann das Ledersofa gegönnt, damit ich nach einem stressigen Tag, und die werden immer stressiger, die Füße auch mal hochlegen kann. Ja, und ich glaube, irgendwo war da noch ein Bandit. Irgendwo habe ich dann auch noch den Bohrer hergestellt. Ich glaube direkt am ersten Tag. Okay, somit habe ich hoffentlich soweit alles zusammenbekommen. Die beiden Sachen nehme ich mir hier schon mal aus der Kiste. Uiuiui. So, den stelle ich einfach erstmal hier rein. Sehr schön. Ah, da kann ich mich sogar draufsetzen. Hoppala. Ja, genau. Mit der Schrotflinte. Ist das cool. Boah, muss ich direkt mal ein Fotoshooting machen hier. Wie kann ich jetzt aufstehen? Ah. Dieselbe Taste einfach nochmal drücken, also E. Und dann den Bohrer. Ich mache mir halt jetzt einfach alles nacheinander weg, ne?
Okay, den kann man scheinbar gar nicht hier hinstellen. Also muss ich den hier irgendwo hinstellen. Und dann schaue ich mal dort rein. Wenn ich ihn anmache... Ich muss ihn erstmal ausmachen. Ach, einmalige Tiefenbohrung zur Förderung von Rohstoffen notwendig. Okay, das würde ich aber lieber unter Aufsicht machen. Ich würde gerne erstmal da drüben ins Lager, weil... Einmal eben speichern. Ich habe gesehen, die haben da drüben mittlerweile Strom. Und da wollte ich gerne etwas ausprobieren. Wollte dafür hier ein bisschen was mitnehmen. Okay. Hier kann währenddessen der Strom ein bisschen aufladen. Fenster mache ich mal zu. Eben schnell noch was reindrücken. Okay, und dann, obwohl, uno momento. Ja, ich mache mir einfach hier alles so der Reihe nach. Die Klimaanlage und die Heizung eventuell ein wenig später. Würde dann aber mit den Sachen hier weitermachen. Die Sachen brauche ich dann wahrscheinlich auch. Also vor allen Dingen hier die Tauchbank, um mich dann auch mal in diese Unterwasserhöhle begeben zu können. Ja, dafür muss ich aber alle Geräte komplett wieder aufladen und wollte eigentlich noch ein oder zwei Tage offline machen. Aber nun habe ich gesehen, die Banditen da drüben haben Strom. Und dann hatte ich eine Idee und würde das gerne direkt mal ausprobieren. Hätte ich das mal vorher schon gemacht. Ja, ist ein bisschen... zeitintensiv, aber ja. Ich komme darauf zurück, wenn ich die hier erledigt habe. So, die sind... Ich sehe gar keinen. Okay, da ist schon mal einer. Ich brauche einen Baum. Eine Tür ist auch schon da. Ah, da oben. Sehe ich den Stromspeicher oder Massenspeicher. Also mittlerweile passe ich gar nicht mehr so gut auf mit den Banditen. Renn einfach hin. Mach direkt kurz einen Prozess hier. Oder auch nicht. Ja, das hat schon mal sehr gut geklappt. Weil mir aufgefallen ist, teilweise treffen die halt echt voll schlecht. Und ich vergeude irgendwie viel Zeit. Uiuiui. Wo ist da noch einer? Ich glaube, der ist drinne, oder? Der hätte mich wahrscheinlich sonst schon getroffen. Ah, oder wartet mal. Ah, da oben. Okay, das ist eigentlich voll praktisch. Dann kann ich den nämlich schon... eben schnell Verband nehmen. Schon vorher erledigen. Dankeschön für den verkuppelten Hasen. Sehr freundlich von euch. Okay. Und dann mache ich mich mal an die Tür. Oh je. Der ist da komplett runtergeflogen, der Kollege. Toll. Sein Rucksack ist aber einfach oben geblieben. Okay, kann natürlich hier sein, dass da immer noch einer drinne hockt und auf mich wartet. Ja, aber diese Nummer hier, die muss ich halt jetzt erstmal im Schnelldurchlauf machen. Fällt mir auch gerade mal ein, dass ich eigentlich eine Granate mitnehmen wollte. Und ein Molotow-Cocktail, aber okay. Ich werde wohl noch genug Gelegenheiten haben. Da so eine Folge auch noch
aufzunehmen. Und hätte die diesmal hier eher gegen die Tür geworfen. Aber dann erstmal weiter. Hab noch ein bisschen was vor mir. Okay, und eine habe ich noch. Oh Mann, ich möchte fast behaupten, es gibt nichts Schlimmeres, als hier mit der Spitzhacke zu stehen und gegen so eine Tür zu kloppen. Ich hoffe, da habe ich irgendwann mal eine bessere Möglichkeit. Okay, da hat sich doch noch einer versteckt. Aber der ist nun kein Problem mehr. Ich gehe direkt erstmal den Rucksack hier looten. Und dann wird einfach nochmal gespeichert. So, und dann würde ich gerne etwas ausprobieren. Ja, perfekt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die hier immer Strom haben. Also werde ich hier mich einfach ein bisschen bedienen. Leider ist der noch nicht aufgewertet, aber ja, während ich loote. Boah, geil. Dieses Mal schaue ich auch hier rein. Während ich loote, werde ich mir ein bisschen Strom leihen von meinen Nachbarn. Okay, mega. Kann ich mir noch ein bisschen Muni machen. Was haben wir hier? Kalium. Okay. Und ein bisschen hiervon. Theoretisch könnte ich sogar noch den Stromgenerator anmachen. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. So. Genauso hier. Oh, geil. Das könnte ich eigentlich direkt mal probieren. Denn ich könnte mir hier auch einfach Sachen herstellen bei denen. Aber ich habe leider nicht wirklich etwas mitgebracht. Weil ich glaube, ich habe auch nichts fertig in der Base drüben. Aber dann würde ich warten. Ich speichere hier nochmal. Bis hier 4 Stückchen fertig sind. Währenddessen hier vielleicht einfach um die Base herum ein bisschen Holz sammeln oder so. Ich weiß halt nicht wirklich, wie weit ich weggehen kann, bis die Tür dann wieder da ist, ne? Da habe ich gar keinen Plan. Hier kann ich dann auch noch ein bisschen Asche mitnehmen. Das wäre nämlich wirklich ärgerlich, wenn ich mein Kram dann verlieren würde. Ich denke aber mal, solange ich hier in der Nähe bin. Und dann mache ich denen nämlich ihre Vorräte leer. Die ganze Nummer dauert nur leider einen Augenblick. Aber ich werde definitiv so lange hier bleiben, bis ich das einmal ausprobieren kann. Finde es ja schon mal mega, dass ich überhaupt da was reinlegen kann. Okay. Dann mal eben reingucken. Ich glaube, es sind nur, ja, 2 Stücke fertig. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir definitiv auch noch ein bisschen was anderes mitgebracht hier. Dass ich mir eventuell eine Waffe machen kann. Könnte natürlich speichern und dann eventuell nochmal laden. Und einmal in die Base laufen. Oh, erstmal hole ich mir mal das Häschen hier drüben. Denn ich habe viel Stoff verbraucht. In letzter Zeit. Na toll. Super getroffen. Okay, meiner. Und den Pfeil kann ich, glaube ich, auch noch wiederholen. Ja, im Kleintierstall. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der gelandet ist.
sind immer noch keine Tiere. Und ich glaube, das bleibt auch erstmal so. Okay, einer fehlt noch. Hey, ich mache mir das hier richtig gemütlich, solange keiner hier ist. So, ich hätte dann hier schon mal die 4 Stück, die ich brauche. Ha, es ist einfach perfekt. Ja, also definitiv, wenn ich sowas plane oder sehe, dass in der Nähe die schon Strom haben, dann würde ich eventuell mir so ein bisschen was mitnehmen hier. Und dann auch hier bei den herstellen. Ich glaube, ich hätte sogar genug, um mir hier eine Waffe herzustellen. Okay. Ich lasse das Ding jetzt laufen. Hab einmal gespeichert. Die Banditen sind ja erledigt. Von daher lasse ich das hier einfach laufen und werde hier noch ein bisschen Material sammeln. Alles, was ich hier so finde, noch mit meiner halb zerstörten Spitzhacke eventuell auch noch ein paar Erze abbauen. Hier habe ich irgendwo eine Truhe gesehen. Die sehe ich aber gerade irgendwie aktuell nicht mehr. Weil wegen Büsche wahrscheinlich. Ja, und loote hier noch ein bisschen. In der Hoffnung, dass ich hier gleich noch wieder herkommen kann. Und wenn nicht, dann lade ich einfach den Spielstand. Oh, balla, da ist ein Bär. Also ich werde jetzt nicht so ultra weit weggehen. Aber so ein bisschen auf Erkundungstour. Damit der Tag nicht ganz so verplempert ist hier. Auch wenn so eine Base looten schon viel eingebracht hat eigentlich. Aber trotzdem. Oder wenn ich schon hier bin. Bis zur Base ist es ja nicht mehr weit. Ich schau mal, was ich so mitnehmen kann. Also ob ich noch ein paar Materialien habe, dass ich mir etwas an der Werkbank herstellen kann. Die Eisenbarren, die sammle ich halt gerade selber. Deswegen wird eine neue Waffe erstmal noch nicht drin sein. Dafür habe ich einfach zu wenig. So, ich muss nur dran denken, dass ich nicht speichere. Okay, eben schnell übergeben. Und dann mal eben in meine Truhe schauen. Und dann will ich hier eigentlich auch gar nicht so lange warten. Ich habe gar nicht wirklich viel Material. Okay, die paar Sachen nehme ich aber mit hier. Hier noch einmal reinschauen bei mir. Richtig geil wäre es, wenn er schon aufgewertet gewesen wäre, ne? Okay, ich glaube, ich kann den einmal anmachen. Und dann habe ich vielleicht schon ein Ergebnis, wenn ich gleich wieder zurück bin. Aber jetzt erstmal im Schnelldurchlauf zur Base wieder hin. Ich hoffe, die Tür ist halt noch offen. Alles andere wäre wirklich blöd. Okay. Ja, geilo. Die Tür ist definitiv noch offen. Und es erwartet mich auch niemand. Oh, das ist echt mega. Ich glaube, dann würde ich hier heute übernachten, eventuell. Bis der Strom aufgebraucht ist. Und dann würde ich mich aufmachen. So, mitnehmen. Nicht vergessen.
dann würde ich hier einmal tauschen, denn ich brauche für einen Eisenbarren noch ein bisschen Eisen. Hab da hinten aber, glaube ich, gerade einen Elch gesehen, wenn ich mich nicht verguckt habe. Oh, perfekt. Wenn ich den noch bekommen könnte, das wäre ja mega. Bitte nicht die Muni verballern. Okay, den kriege ich. Oh, da ist noch eine Truhe mit Dietrich. Okay, jetzt kommt er wieder zurück. Okay. Ich hätte wahrscheinlich noch eher mit der anderen Waffe schießen können, aber nur ist auch egal. Eben mal was wegdonnern hier. Uiuiui. Nun bin ich aber vollgepackt hier. Oh je. Ein Tauwerk. Tomatensamen. Metallschrott. Boah. Eben mal schnell Hände waschen. Häschen schmeiße ich mal weg. Das muss definitiv mit. Und alles andere verschwindet wahrscheinlich gleich. Da habe ich wirklich Pech gehabt. Ich hätte mich noch ein bisschen mehr übergeben müssen. Bei der Base. Aber ich glaube, das mache ich mal eben. Hier ist einfach gerade Metallschrott gedroppt. Ach so, nee, Quatsch, das kann ich ja gar nicht einsammeln. Ich fürchte, die Truhen bleiben nicht lange genug liegen hier. Darum werde ich dann hier nochmal speichern. Also, das, was hier gerade rausgefallen ist, das liegt hier gleich nicht mehr. Okay, also im Moment doch noch. Mal gucken, ob ich das gleich noch wiederfinde. Hey, dann mache ich doch noch mal eine Runde Richtung meiner Base und werde mich mal eben übergeben. Gespeichert habe ich ja gerade und mal gucken, ob ich die Sachen gleich wiederbekomme. Wir sehen uns aber direkt wieder hier. So, ich muss mich beeilen, aber ich habe leider keine Ausdauer mehr. Voll ärgerlich. Kann ich mir gleich mal Licht anmachen hier. Tür ist immer noch offen. Okay. Das, was halt ein bisschen blöd ist, es dauert einfach zu lange. Also, der Plan ist gar nicht mal so verkehrt. Hier einfach sich ein bisschen was bei denen herzustellen. Aber man verplempert auch wirklich viel Zeit damit. Aber ich denke, ich werde, da ich ja sowieso ein paar Tage immer offline mache, sollte ich so eine halbfertige Base irgendwie haben, dann mache ich das auch schon mal zwischendurch. Nur halt wahrscheinlich nicht immer. Eine Glasscheibe geht noch. Okay. Hey, und dann, keine Ahnung, wie lang diese Folge dann wird. Ich habe irgendwie immer noch die Laufen-Animation, glaube ich. Ja, egal wie lang diese Folge wird, ich werde mich dann hier schon mal von euch verabschieden. Da kommt gerade ein Flugzeug. Dann wisst ihr ja schon, was ihr vielleicht zu sehen bekommt. Aber, oh, nee, das fliegt gerade in eine ganz andere Richtung. So, Glasscheibe nicht vergessen. Ja, genau. Ich werde mich dann hier von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare.
Ein Däumchen, wenn Träumchen und Tschö mit Ö. Heiliger Strohsack.